So Leute, einen haben wir noch, einen Part will ich noch aufnehmen, auf das es dann erstmal reicht, ja, aber diesmal machen wir erstmal Rider-Mission. Mal gucken, was uns da erwartet. Okay, wir speichern noch eine Runde. Und außerdem kann ich noch gleich eine Spraydose mitnehmen, habe ich mich da vorher nicht gemacht. So, wie fahren wir denn jetzt eigentlich schon drin? Oh, nicht viel. Mal ein bisschen. So. Na ja, toll, jetzt kann ich wieder meine... Jetzt geht's wieder. You smell bad. Out of my way. What up, fool? Have you been to Rusty Brown? Don't make me come out my face. Do I know you, homie? Oh, komm schon. Hit me then, homeboy. Ha, getrollt. Home Inversion. Was macht Ryder denn da? Der sucht doch schon wieder Stoff. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Ja, das fand ich in GTA 4 cool, dass wenn der eine Typ da richtig kifft und die Scheiben zu sind und die aufschießt, dann kommt erstmal ordentlich der Qualm raus. Yeah, I'm feeling that. Yeah, yeah, that's it. That's it. Come on, nigga, what you Let it go. Nee, danke. Get in, fool. Das sieht mir aber jetzt nicht nach Army aus. Ja. Ah, die Musik ist aber auch cool. Das heißt, jetzt müssen wir richtig Fingerspitzengefühl zeigen. Sonst klappt das nicht. Tja. So. Der Typ wird mich nicht nochmal ran. Na, aber dafür andere. Ganz toll. Leider weiß ich auch nicht, was das extra Ausrauben jetzt gleich bringen wird. Also man kann jetzt halt schön Leute abziehen. Also, das kann man auch öfter machen, obwohl ich das nie wirklich gemacht habe. Obwohl mir diese Mission Spaß macht. Und jetzt fällt mir nichts mehr mit obwohl ein. Obwohl vielleicht doch. Ha, so. Genug. So. Mal schauen. Aber ich finde es recht cool, dass das oder an sich immer GTA die Spieler immer wirklich wieder ranführt. Also man fängt wirklich bei Null eigentlich an. Egal, was einem versprochen wird. Und dann geht's schon geil los. Hold up. Let's creep in, grab the guns and bounce out. Gee, I got it ninja style. Come out, you old bastard. Shut up. He can't stop me, you buster car. Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Wer wollte eigentlich jetzt genau wen ausrauben? Boah, diese Maske. Du musst stets leise sein. Drücke linke Steuerungstaste, drückt um zu schleichen. Wenn du zu viel Lärm machst, wächst du die Bewohner des Hauses. Der ist ja schon wach. Achte auf die AA, die das Maximum erreichen. Such dir eine Kiste. Du musst wenigstens drei Kisten mit Waffen stehlen. Der Witz an der Sache ist, ich kann auch ein bisschen rennen. Keep it coming, CJ. Weil, und dadurch spare ich irgendwie nicht Zeit. Suchen wir erstmal alles hier unten raus, bevor wir nach oben gehen. Du machst zu viel Lärm, du musst schleichen. Ja, so viel war das gerade auch nicht.
Machst du viel Lärm? Du musst schleichen. Boah, leck mich doch. Aber der Typ ist wirklich ein Freak, also. Dem sollte man sich jetzt nicht verscherzen. So. Ich glaube, es gibt hier insgesamt 4 Kisten. 3 brauche ich. Gucken, komme ich da rein? Nein. Gut, dann haben wir von unten schon mal alles geholt. Und da wir noch recht viel Zeit haben. Ja genau, eine Kiste ist nämlich direkt bei ihm. Die holen wir aber später. Holen so viele Kisten raus wie nur möglich. Ich weiß aber nicht, was es genau bringt. Also, vielleicht bringt es gar nichts, vielleicht bringt es extra Kohle. Wer weiß. Oh. You're a natural housebreaker, homie. Da ist wohl was am Werke. So. Schau. Aber die Maske sieht schon irgendwo lustig aus. Wäre cool, wenn man das hier holen könnte. Okay. Da geht's nicht rein. Da auch nicht. Genau, da ist eine. Und da ist noch eine. Holen wir uns erstmal die schwierigere. So. Oh, das ist sogar... Ach du Scheiße, das sind sogar insgesamt 6 Kisten. Okay, krieg ich hin. So, ich weg. Oh. Cool, ich kann sogar... Okay, aufhören damit. Ja. Ja, und wir haben auch... Also ich versuche ja auch die 20 Minuten halt hinzukriegen, ne? So, wie lange der schon für eine Kiste war? Okay, aber solange er nicht eine Minute für eine Kiste braucht, ist alles in Ordnung. There's plenty more in there, homie. Such eine Kiste oder steig in den Truck. So, jetzt müssen wir... Alter, das sind noch 2 Kisten. Gucken, kriege ich bestimmt hin. Leider laufen die Sekundenanzeigen jetzt hier nicht synchron. Das wäre noch viel geiler. So. So. 3 Minuten haben wir noch. Ach, das kriegt man hin. Die Frage ist jetzt natürlich, muss ich die komplette Mission in der Zeit schaffen oder muss ich in der Zeit hier drin fertig sein? Such eine Kiste, oder? Ach, eine haben wir noch. Die eine, das war's dann, glaube ich. So. Mal gucken, ich hoffe, wir verdienen daran ordentlich was. Ja, für den Anfang meine ich jetzt ordentlich. Also später kriegt man sowieso massig Geld. Oh, das Mädel kennen wir doch. Ah, ne, verdammt. Ich kenne es. Verdammt. Hätte ich jetzt bringen können, hätten wir Vice City gespielt. Da gibt es nämlich einen netten Pornostar, den man zum einen beschützen muss. Und durch den Cheat kann man den ja auch spielen. Ja, ich werde Vice City definitiv noch spielen. Das war... Es hat auch ein bisschen was mit meiner Namensgebung zu tun, warum ich mich Vice nenne, ne? So ein bisschen. Aber gut. Jetzt haben wir alles. So einen leicht demolierten Wagen. Swag. Da steht echt Swag drauf. Ach du Scheiße. Okay. Das war also wirklich nur die Zeit fürs. Mal gucken, was wir jetzt dafür kriegen, wenn wir alles abgeräumt haben. Ich meine, der Typ wurde jetzt bis aufs Hemd ausgeraubt, sag ich jetzt mal. Und... Ja.
One day, you're gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the Buster complaining again. Man, this is childish. And I ain't talking to you no more, fool. Hier wäre echt cool, wenn man so die Cockpit-Steuerung hätte. Das wäre cool. Beziehungsweise Ego. Hätte schon was. You see, I told you. Simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. So, wenn du nicht gerade auf einer Mission bist, kannst du nachts auf Diebeszug gehen. Man kann viele Einbrecher und Besitzer ihr Habe erleichtern. Du kannst in einen Van wie diesen steigen und eine Diebestour starten. Okay. Belade den Truck und fahre ihn dann zurück zur Garage. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. Alright, Holmes. Just think about what I said. So, und ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt ein recht geiles Motorrad. Damit meine ich nicht das. Das ist ja nun wirklich nix. Aber wenn ich mich recht entsinne, steht an einer ganz bestimmten Stelle das schnellste Motorrad in diesem Spiel. Und ja, einfach das mal kurz zu fahren, das ist schon wert. Ah, da sind wir auch schon. Ich glaube, man konnte hier auch eine Waffe oder sowas abgreifen. So, einmal steht sie hier. Dann steht sie ganz oben. Und wir holen sie natürlich ganz oben. So. Ich glaube, das ist auf Konsole besser. Also, das ist zumindest das Lenken. Weil hier hast du ja wirklich nur komplett oder gar nicht. Genau. Und, naja, sag ich doch, man kann hier noch eine Waffe abgreifen. Und wenn ich zumindest... ich wechseln. Ja, war ein guter Tausch. Yeah! Autsch. Gut. Damit hätten wir es schon mal runtergeholt. Man, tut mir voll sorry, aber einen Dealer muss man einfach umbringen. So, weil die bringen so ordentlich Geld. Ja, also dadurch kann man hier in dem Spiel schon ordentlich was machen. So. Oh, und ich würde sagen, für den Rest machen wir jetzt mal hier so, ne? So, komm. Ist nicht hoch genug. Oh. Gut. Wird sich ändern. Mit dem Spiel ändert sich alles. Wow, genau zwischen die beiden. Komm. Noch ein Dealer. Was zieh dich das mal rein, Alter? Ich meine, wir haben jetzt gerade einfach mal so fast 2000 oder genau 2000 abgegriffen. Einfach mal so, indem wir den Typen einfach nur ein bisschen angefahren haben. Ich bin jetzt gerade voll auf Dealerjagd. Na, ich tue auch was Gutes für meine Straße hier, für meine Homies. So, das hatte ich ja schon. Und hier war, glaube ich, gerade ein Typ mit BMX. Ja, komm. Danke. Müssen noch ein bisschen damit üben. Oh ja, natürlich, komm. Yeah. Das war jetzt mal ein geiler Sprung hier. So. Schade, aber okay. Fahren wir noch ein bisschen BMX und dann würde ich sagen, machen wir uns langsam. Ja, genau. Genau, du kannst fast eine... Mit so einer steilen Wand hochfahren, aber das kriegst du dann nicht hin. Was soll denn das? Na, egal. Ja, ganz egal ist es nicht, aber... Siehst du, jetzt fängt es schon an mit den Muskeln.
Krieg ich das eigentlich hin? Schade. Gut, weil es gibt einen Trick, mit dem man mit den Dingern astronomisch hochspringen kann. Also wirklich unrealistisch hoch. Na gut, Leute. Machen wir jetzt mal einen nicht ganz so langen Part. Ich weiß gar nicht. Cool. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play GTA San Andreas. Ein Grund ist natürlich, ich versuche mir auch mal zum Release oder so, mir GTA 5 zu holen und das dann weiter zu spielen. Soweit ich weiß, spielt man nämlich da den Sohn von Cesar Villalpando und hier CJs Schwester. Und ja, wir sehen uns in Part 5 wieder. Also Leute, ciao.